Moin, moin, Leute. Wer spricht denn da, Junge? Die Stimme kennen wir ja noch gar nicht. Na, dann schauen wir mal, was Jansky hier so Schönes gebaut hat, der kleine Raketentypi. Wir sind ja jetzt bei Jansky, weiß man ja immer nicht, was man kriegt. Komplettes Desaster heißt das Video. Moin, moin, Leute. Leo hier. Und willkommen zu diesem Video. Boah, Leo kennen wir ja noch gar nicht. In der heutigen Folge, Massenkarambolage auf Kota. Ja, wie Junge, wie... Betten sammelt Katz auf Spa. Kann ich auch mal auf der Strecke bleiben? Und ich erkunde Valencia. Hast du dieses Drecksauto? Ja. Come on, come on. Oh. Nein, was im Teufel war das denn? Oh-oh. Wieso bin ich denn so weggespinnt? Digga, Tree Sprouties. AMG-Wheel? AMG-Wheel. Wieso bin ich denn so weggespinnt? Digga, Tree Sprouties. Nice. Pass auf, da steht einer. Oh. Ja, ich bin tot. Boah. Oh, steht einer. Ja, bin tot. Boah. Oh nein, Mabix komplett zerlegt. Noah, ja, easy. Das erinnert mich an, oh, mein Bildschirm ist schwarz. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, ist kein Problem, bin schon durch. Das hat ungefähr dieselben Vibes. Schöne Grüße gehen raus an Andreas. Ja, wie? Oh, nee, doch nicht. Okay, was für ein Rejoin. Rejoin! Und Gumball gleich hinterher. Alles Brot ist tot. Alles Brot ist tot. Wahnsinn. Was ist das für ein Rejoin? Warte mal, ist der wirklich von außen gekommen? Boah. Oh, steht einer. Ja, bin tot. Boah. Der ist von außen gekommen, ja. Oh, oh. Ja, wie Junge, was für ein Rejoin! Aus der Hölle! Wie Junge, was für ein Rejoin! Aber Gumball einfach mal gar nichts gesagt, das ist, okay. Der hat Gumball irgendwie, also hat Gumball jetzt von Sprout irgendwie Meditationsstunden auferlegt gekriegt, um runterzukommen? Das ist ja wirklich die ruhigste Situation, die ruhigste Reaktion von Gumball. Oh, alles Sprout ist tot. Alles Sprout ist tot. Also Wahnsinn. Aus den Videos. Was ist das für ein Rejoin? Okay. Einfach erfolgreich in einer Kohlenpassage. Drei von uns ausgelötet. Digga, alle, das ganze Feld ist wegen einem Skill-Issue gestorben. Was ist denn da passiert? So ein Honda hat einfach den random schlechtesten Quersteller aller Zeiten. Nils, der Schnörre ist, Junge. Boah, wie ernst. Ist Nils schlanker geworden? Also im positiven Sinn? Hat Nils halt so ein bisschen im Gesicht verloren. Kann das sein? Steht dir echt gut, Nils. Car on the right. Clear on the right. Come on. Huh? No. My PC crashed. What is happening? Oh no. What is happening? I had the Giga lag. That can't be, man. Ist er immer noch auf der Strecke? What the fuck? That was... Oh man. GD Tingle, well inherited. Great job, man. P2. Bring it back to the pits. I mean, I'm happy it didn't get worse, but we see the potential, right? But man, that could have been a win. Damn. Schade. Wir müssen gucken, wie wir es enden. Könnte böse enden. Boah. Ich hau ja noch Reifen raus, unbeabsichtigt. Ja, komm, wir probieren's. Nein! Leo. I'm sorry! Ist gut, auch noch gedreht, alles gut. Oh, ich bin denn richtig? Urlaubsantrag, ja, das glaub ich auch. Aber warum sendet er denn so rein? I'm sorry, war meiner. Ja, da regnet es. Jetzt schon greasy, Alter. Das wird wirklich nass. Nein! Okay. I'm sorry! Auch noch gedreht, alles gut. Oh, ich bin denn richtig? Urlaubsantrag, ja, das glaub ich auch. Aber warum sendet er denn so rein? I'm sorry, war meiner. Ja, da regnet's. Jetzt schon greasy, Alter. Das wird wirklich nass. Es läuft irgendwie nicht. Perfekt. Da ist der nächste Platz weg. Ich wollte schon mal driften. No, Luke ist raus. Natürlich kommen wir vorne auf die Strecke. Mann, ist doch alles Platz, drei Minuten heute. Alter, es wird dich auch drücken, ne? Es wird doch krasser. Nope. Hast du dieses TC5 und ABS1 im Regen? Okay, das ist aber auch optimistisch. Und 44er BB?
Wobei BW ist ja nicht so schlimm. Aber Drecksauto, wirklich. Hallo, geh an, du Kacke, Mann. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Karre hat einfach aus dem Nichts ein Oberstier bekommen. Einfach hier. Lenk, Auto. Lenk. Lenk nicht. Perfekt. Nope. Ah. Wirklich, jetzt langsam reicht's. Echt. Verpiss dich, du Scheißkarre. Ich berühre das Gas nicht, du riechst es trotzdem. Nope. Komm, fahr einfach. Lass dir Zeit. Oh. So eine Dreckskarre. Ich hab nicht mal Gas gegeben und es dreht sich trotzdem. Warte kurz, ich muss kurz was erledigen. Oh nein. Ich bin 14. Warum musst du so weit? Weil ich scheiße bin auf Spar. Ich konnte Spar noch nie, ich mochte sie noch nie. Blättensympathie plus 1 gerade? Wusste ich nicht. Stark, gut, schön. Höhenblätten? Fühl ich? Ja! Macker Power! Was für Wurst? V-Warning, hallo! Yeah! Und? Ben? Ach Mann, wirklich, das ist so eine Müllstrecke. Du Drecksauto, jetzt lenk doch mal! Bing. Ah, das gibt eine Beule, Alter. Aua. Jungs, gleich wieder. Sich gegen Spar zu versündigen, ist genauso blasphemisch, wie wenn man sagt, dass Monster scheiße ist. Okay. Ja. Spar und Monster sind halt genau die Strecken, die jeder fährt und jeder irgendwie kann und deswegen jeder diese Strecken mag. Wenn man über den Horizont hinaus guckt, dieser Strecken, wird man sehr schnell feststellen, dass es sehr anspruchsvolle und auch sehr schöne Strecken gibt. Fernab von Spar und Monster. Aber gut, nimmt man so hin, kann ja jeder für sich selber entscheiden. Die Mods machen den Rest. Kannst du auch ins Was denn, Mann, was ist das hier? Ich raste hier aus. Hallo. Ich fahr ein, wirklich, ich fahr Kurve und mein Auto dreht sich einfach. Ich will das nicht mehr. Junge, jede Kurve ist hier ungültig. Ey, irgendwas ist mit meinem Setup. Ohne Scheiß jetzt. Das ist doch nicht normal. Hallo. Ich fahr eine Kurve und mein Auto rutscht weg. Was ist das? Blätten, sag mal, seit wann bist du wieder so aktiv bei Jansky zu sehen? Hast du ihm wieder einen Freischein gegeben, deinen Content verwenden zu dürfen? Ja, also... Wirklich, kann ich auch mal auf der Strecke bleiben? Bing. Leck mich am Arsch! Jens Kipper kann bald in Urlaub fliegen wegen mir, ohne Scheiß. Das ist eine Scheiße, ey. Bing. Bing. Guck dir das an! Hallo! Das war kein Bing. Leck mich! Ich hab... Sandman! Dieses dämliche Spiel, wozu lüpfe ich denn überhaupt? Er hat eine SG30 und ist vor mir. Hallo! Ich sehe schon Jansky, wie er erstmal wegen mir in Urlaub fliegen kann. Ey, ich bin hier in Tokyo Drift angekommen. Endgültig. Wisst ihr, was mich sehr interessieren würde? Wie Blätten mit LMDHs in Le Mans Ultimate klarkommen. Gab's das schon mal einen Stream? Ja, war gut. Okay, Blätten hat Statement gegeben. Ich habe ja schon erwartet, dass Spar heute eine Katastrophe wird, aber Alter, das ist ein komplettes Desaster. Ist, glaube ich, weggelegt. No. Bing! Maga, ist das alles ein Rennen? Ist das alles hier ein Rennen? Da kannst du, der hättest du schon dreimal abstellen können. Blätten 28. Und Runde down. Ich will nicht mehr, Flo. Wenn ich jetzt noch eine DT kriege, dann deinstalliere ich alles, was hier wirklich... Ich bin gespannt, ob es zur Deinstallation kommt. Dann baue ich meinen Rig ab. Habe ich überhaupt eine gültige Runde geschafft heute?
Bing! Was? Ich fahr diese scheiß Strecke nie wieder in meinem ganzen Leben, wirklich. Bing! Nächstes von links. Nee, das ging noch. Oder? Nee, kommt noch. Ja, wollte ich noch sagen, war zu weit. Alter. Wenn nicht deine scheiß Ernst. Nee. Ben. Lass mich hier weg. Lass mich bitte einfach hier weg. Ey, ich stecke in der TC fest. Hallo. Okay, das ist richtiger Hass. Er ist in, Achtung, in. Ja, ja, moin. Da hier rechts. Ja, ja, du konntest gar nichts machen. Bye, have a great day. Okay, ciao, Kakao. Bro! Ja, das war wild. Au, oh, Achtung, Achtung. Kann man da nicht auch sterben? Oh, Achtung. Bro, wohin? Also, wenn er zumindest... Junge, also, das ist ja lächerlich. Oha. Verteidigen aber auch. Ja, und das selbe wieder. Ja. Wilder Buch. Du kommst halt da echt nicht zu. Jo. Bing. Oh. Krotonas mit den Moves, Junge. Deswegen ist er bei Unicorns of Love, Chat. Aber auch eiskalt, Junge. Nicht mal eine Miene verzogen. Also das ist definitiv Win of the Year. Krotonas? Insane. Wow. Was war das für ein Jedi-Reflex? Ich bin ausgewichen und er hat ihn gekillt. Junge, das war der absolute Jedi-Reflex. Das war stark. Oh, Nils! Mein Gott. Alter, das war ein richtiger Win. On your right. Clear right. Das war ein sehr schönes Video, Jansky. Das war wirklich sensationell. Das hat mir sehr gut gefallen. Jupp, das war wirklich fabulös.